Andreas und Barbara, wunderbar. Ihr habt das sehr ausführlich dargestellt. Ich habe mich ein bisschen kürzer gefasst mit 4 Minuten Vorgabe. Ein zweiter Beitrag aus dem Bereich der Gesundheitsberufe, Diätologie. Und vielleicht ganz kurz noch dazu als Ergänzung, dass ich beim Dozenten- und Studiengang Diätologie habe, hauptsächlich nur klinische Fächer. Und diese Kompetenzen, die jetzt auch die Barbara und der Andreas erwähnt haben, sind großteils auch im Gesetz festgeschrieben. Also wir haben schon ziemliche Vorgaben, was ein Absolvent, eine Absolventin am Ende der Ausbildung können muss. Und das gehört natürlich dann auch heruntergebrochen in die einzelnen Lehrveranstaltungskompetenzerwerbe. Vielleicht haben manche meinen Beitrag gelesen. Ich habe im März als 2020, als eben alles geschlossen wurde, der Lockdown war, kurz darauf eine erste Prüfung gehabt und ich wollte den Termin in Absprache mit den Studierenden noch unbedingt beibehalten. Der war dann Anfang April am 2.3. Und also ich habe mich dann irgendwie sofort dran gemacht zu überlegen, wie könnte ich das im Online-Format machen und habe dann schlussendlich eine mündliche Prüfung online durchgeführt und darüber auch einen Bericht geschrieben und meinen Kolleginnen zur Verfügung gestellt, so als erster Erfahrungsbericht von mir, was ist gut gelaufen, was braucht es. Und jetzt wurde ich eben auch gebeten, im Didaktik-Café darüber zu erzählen. Die Planung, da habe ich sehr viel investiert, wirklich viel. Also ich bin schon lange Dozentin am Studiengang Diätologie, ich war vorher auch schon Lehrerin für klinische Diätetik, also wirklich schon sehr, sehr viel Erfahrung auch mit Prüfungen, mit mündlichen Prüfungen, speziell auch mit mündlichen Abschlussprüfungen. Aber eine Online-Prüfung, das war für mich eine Premiere. Und so wie in vielen anderen Bereichen auch, jetzt nicht nur im Prüfungsbereich, wissen wir, also wer nicht weiß, wohin er will, braucht sich auch nicht zu wundern, wenn er ganz woanders ankommt. Und das ist auch immer ein großes Anliegen. Also wirklich überlegen, was soll's, wie soll es funktionieren, was soll daraus werden. Und das eine sind eben die Kompetenzniveaus, also die Kompetenzen sind ja auch im Curriculum festgeschrieben, auch für die Lehrveranstaltungen mit den Niveaus, also um welche Kompetenzniveaus geht es jetzt bei dieser Prüfung. Ein großer Punkt ist auch bei der Planung gewesen, wie viel SPS oder ICPS-Punkte umfasst diese Lehrveranstaltung überhaupt, in welchem Gewicht im Semester wird die eingerechnet und dementsprechend wollte auch die Prüfung bemessen werden. Dann, was sind die Ziele und die Inhalte der Prüfung? Das ist natürlich der Kompetenz, die Überprüfung des Kompetenzerwerbs. Zumindest sagen wir so, die Überprüfung der Lernziele kompetenzorientiert. Und welche Funktion hat die Prüfung? Denn wenn ich jetzt eine Lehrveranstaltung über ein ganzes Semester habe, bietet es sich wahrscheinlich an, Zwischenprüfungen zu machen, Zwischentests, die ja eher eine motivierende Funktion haben sollen, eine Orientierungsfunktion für Studierende oder auch für Lehrende. Oder hat diese Prüfung dann, wenn es eine Abschlussprüfung sein soll, auch eigentlich so die Funktion der Berufsberechtigung? Also da gibt es schon riesige Unterschiede in diesen Dimensionen der Funktion. Dann natürlich auch die Vor- und Nachteile habe ich hin und her überlegt. Mündlich, schriftlich, wie Test oder freies Format, also freies Formulieren. Und dann ist natürlich auch ganz pragmatisch gesehen die Zeit und die Dauer, die man für seine Prüfung braucht, ein Faktor, den man unbedingt mitbedenken muss oder soll. Ja, und das ist dann herausgekommen, eben wie es der Titel meines kurzen Pitches schon sagt, eine mündliche Prüfung online. Habe ich durchgeführt und das habe ich dann auch nachher mit den Studierenden noch reflektiert, weil es war alles mit ihnen abgesprochen. Also das Einverständnis, sie wollten die Prüfung machen, sie haben sich auch auf das Online-Experiment eingelassen und das Ganze mündlich. Und im Feedback wurde mir auch bestätigt von den Studierenden, dass es zwar eine große Herausforderung war für sie und das ist komisch, gerade im Beruf der Gesundheitsberufe, dass so selten mündliche Prüfungen abgenommen werden, außer dann die Abschlussprüfungen. Aber sich gerade im Bereich der Diätologie, wo man sehr viel mit unterschiedlichen
Personengruppens unterhalten muss. Also man ist im medizinischen Team, natürlich, da muss man sich fachlich korrekt ausdrücken können, man muss auch verstehen, was die anderen sagen. Man möchte auch integriert sein in diesem Team und das geht über die Fachsprache, auch über die korrekte Anwendung und Ausdrucksweise. Und dann gehört das Ganze aber heruntergebrochen, weil man ja häufig dann im Beratungsgespräch mit Klienten, Klientinnen, Patientinnen, Angehörigen zu tun hat und da braucht sie eine andere Ausdrucksweise. Ein großer Vorteil von dieser mündlichen Prüfung war dann auch, dass unmittelbares Feedback möglich ist und speziell jene Studierende, die sich schwer getan haben, die nicht so gute Ergebnisse erzielt hatten, dann denen nochmal direkt im Anschluss an die Prüfung mündlich auch das Feedback geben zu können, was nicht so gut war und was besser funktionieren hätte sollen oder was sehr gut war. Bei diesem Online-Format, damals gab es noch keine Richtlinien, weil die sind ja dann erst Ende März oder so rausgekommen, wie so Online-Prüfungen durchgeführt werden sollen an der Fasern könnten, habe ich zwar alles mit der Studiengangsleitung abgesprochen, aber es war dann schon bei einer Online-Prüfung, sie sollen ja ihr eigenes Wissen präsentieren können und nicht das Wissen von Fremden. Und mir war dann einfach wichtig, dass wir bei diesem Gespräch, dass sie auch spontan antworten. Also es hat keine Vorbereitungszeit gegeben. Das kann man ja auch berücksichtigen in der Beurteilung dann. Das war sehr herausfordernd für die Studierenden. Aber sie haben schlussendlich auch gemeint, ja, es war eine gute Übung für die Praxis, weil im Berufsleben hat man meistens auch keine Viertelstunde Zeit, um sich zu überlegen, was man dann antworten möchte. Man muss ja dann auch spontan antworten können. Sie haben das dann schon sehr positiv auch gesehen. Beziehungsweise haben Sie dabei auch gelernt, wo Ihre Schwächen noch sind und wo Sie sich noch verbessern sollten. Das Ganze habe ich in Kleingruppen gemacht. Es waren zwischen 3 und 4 Personen jeweils in so einer Teamsgruppe mit mir drinnen. Sie haben die Fragen mit Nummern gezogen. Ich habe verschiedene Fragenkomplexe gehabt und da wurden jeweils 2 ausführliche und 1 kurze Frage gestellt. Und die Nummern haben nach jeder Gruppe aber gewechselt, also wie ein Kartenspiel, mehr oder weniger durchgemischt, damit nicht irgendwie bekannt wird, okay, die Nummer 1 ist immer den Magen betreffend und die Nummer 3 ist immer Dünndarm betreffend oder so. Der Vorteil bei dieser Kleingruppe war dann schon auch dieser Sicherheitsfaktor, sie waren Zeuginnen, also ich mit 3 Studierenden in der Gruppe und die anderen beiden waren die stillen Zuhörerinnen und sie waren praktisch Zeuginnen. Und ich habe ihnen dann auch die Chance gegeben, wenn jemand hängen geblieben ist, dass sie einen Tipp geben können, damit eben der Prüfling, also die zu prüfende Person weiter kann. Das ist aber nicht beurteilt worden, nicht positiv oder negativ. Es war einfach nur die Chance, sich gegenseitig mit einem Tipp zu unterstützen. Und die beiden, die zugehört haben, hatten natürlich auch noch einmal einen Lerneffekt, weil sie es multiple gehört haben, diese Antworten. Das waren die Herausforderungen bei dieser mündlichen Online-Prüfung, die ich mittlerweile schon mehrmals durchgeführt habe, in anderen Gegenständen auch und natürlich auch verbessern konnte. Aber das Zeitmanagement ist immer ein Thema. Es hängt dann natürlich auch von der Studierendenzahl ab. Aber man muss schon gut die Zeit planen, damit es nicht in uns endlich auswächst. Bei mündlichen Prüfungen ist immer die Objektivität ein Thema, die auch wirklich zu gewährleisten ist und die Herausforderung. Dafür hatte ich mich auch gut vorbereitet. Ich habe dann wirklich auf meine Fragenkärtchen auch stichwortartig Must-Haves annotiert, also Stichworte, die unbedingt kommen mussten, die dazugehören und dann noch so Additum, was noch extra sein könnte. Eine Herausforderung ist, wenn man dann einen ganzen Tag am Computer sitzt und online prüft, auch wirklich die Dauer und die Konzentrationsfähigkeit, nämlich vor allem, um nicht unfair zu sein. Wenn man nicht konzentriert ist, am Schluss etwas überhört, könnte man ja auch falsch beurteilen. Man könnte eben zu milde oder zu streng beurteilen, je nachdem. Also die mündlichen Prüfungen sind bei der Objektivität und bei der Fairness schon immer eine Herausforderung. Ja, das war so im Kurzen jetzt meine Erfahrung aus meinen Online-Prüfungen seit März 2020.
Und ich freue mich im Breakout Room auf einen interessanten Austausch, auf Diskussion und viele Fragen auch. Danke.